Hallo, ihr lieben Heimkinogucker. Ich bin der Olaf von Kino im Wohnzimmer und heute ist Schnäppchentag. Ja, es ist kurz vor Weihnachten und wir müssen noch so ein paar Artikel bei uns rausschmeißen. Und da habe ich an euch gedacht und bin mal durch den Laden gegangen und habe mal geschaut, was kann bei uns aktuell alles raus. Das gucken wir uns heute an. Wir haben Lautsprecher, wir haben Leinwände, wir haben Beamer und noch ein bisschen Zubehörzeug. Und ja, das soll heute unser Thema in diesem Video werden. Viel Spaß dabei, lehnt euch zurück, gleich geht's los. Los geht's mit Lautsprechern. Und als allererstes ist mir aufgefallen, Quadral Ascent. Quadral Ascent läuft aus, das heißt, wir brauchen das nicht mehr in unserer Ausstellung. Hier ist unser 5.0-System von der Quadral Ascent. Das sind die großen 80 LE als Standlautsprecher. Wir haben die 20 LE als Regalos und wir haben natürlich noch den Bass als Center. Dieses ganze Set könnt ihr so komplett erwerben. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich optional noch einen Subwoofer dazu ordern. Alle Sachen, die ich heute euch zeige, alle Artikel, nenne ich jetzt im Video keinen Preis dazu. Weil ihr wisst ja, so ein Preis kann ja auch mal variabel sein. Vielleicht müssen wir ja noch so einen Schnäppchenpreis am Ende anpassen. Ihr findet alle diese Preise und alle Informationen zu den Artikeln findet ihr nachher natürlich in der Videobeschreibung. Und ihr könnt natürlich jederzeit immer Pause machen und einfach bei uns im Onlineshop unter Schnäppchen nachgucken. Da werdet ihr alle diese Artikel, solange sie noch verfügbar sind, natürlich im Schnäppchenteil der Webseite kino-im-wohnzimmer.de finden. Also, Artikel Nummer 1 ist das Ascent 5.0 System. Unser zweites Schnäppchen aus dem Bereich Lautsprecher ist Monitor Audio Mass-System. Ja, wir haben da tatsächlich ein bisschen großzügig eingekauft. Wir haben eine ganze Menge im Lager und deswegen, es müssen einfach ein paar weg. Wir müssen ein bisschen sauber machen bei uns und deswegen für euch zum Superpreis. Also, wer es nicht kennt, Ascent-System ist ein Komplettsystem, besteht aus einem Subwoofer und 5 solchen Satelliten. Also ein klassisches 5.1-System. Super System, gibt es schon seit einigen Jahren, sehr, sehr beliebt. Wir haben es in Schwarz und in Weiß als komplett Neuware da, als 5.1-System. Aber wir haben auch noch zwei von diesen Subwoofern, einer nagelneu, einer aus der Ausstellung. Könnt ihr auch einzeln kaufen, wie gesagt, findet ihr auch im Bereich Schnäppchen bei uns. Und ich glaube, das ist hier auch noch ein Einzelstück, der noch so übrig geblieben ist. Was haben wir noch? Aus dem Hause Dali habe ich auch noch was. Die Ateco, hier diese Aufsatzlautsprecher für Dolby Atmos oder man kann die natürlich auch anhängen. So sieht der offen aus, ohne Abdeckung. Ja, sind Aussteller, standen bei uns in der Ausstellung. Müssen hier raus, könnt ihr gerne auch erwerben. Weiter geht's mit Lautsprecherschnäppchen in unserem Lautsprecherraum. Monitor Audio Silver Serie. Ja, und hier habe ich noch zwei Lautsprecher gefunden. Sechste Generation Monitor Audio Silver, die Silver 50. Hochglanz schwarz, sehen eigentlich aus wie neu. Könnt ihr natürlich auch als Schnäppchen haben. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Alle Artikel, die aus unserer Ausstellung sind, wie zum Beispiel diese Lautsprecher, die wir jetzt hier sehen, müsst ihr bitte bei uns hier auch direkt abholen. Ihr könnt die euch hier nochmal live anschauen und begutachten und wir können die auch meinetwegen nochmal anschließen zum Probehören und dann könnt ihr sie direkt mitnehmen. Aus zweierlei Gründen. Grund Nummer 1, wir haben ab und zu nicht mehr die Originalverpackung. Einfach aus Platzgründen haben wir die damals, als es in Ausstellung gekommen ist, weggeworfen. Bei manchen haben wir sie noch, bei manchen haben wir sie nicht. Grund Nummer 2, wenn wir die jetzt verschicken und einfach in einem Online-Shop verkaufen würden, dann weiß ich genau, was passiert. Der eine oder andere wird sagen, auf der Rückseite, hier ist ja so ein kleiner Mini-Kratzer, auf der Rückseite, da schicke ich mal wieder zurück. Um das zu vermeiden, bitte kommt hierher, schaut die euch an. Und wenn ihr sagt, okay, das passt für euch super, dann nehmt die einfach direkt mit. Wie gesagt, wir schließen sie gerne nochmal an und dann sind sie für einen guten Preis eure. So, also Nummer 1 hier war Monitor Audio Silver 50. Nummer 2, Rubicon LCR. Rubicon LCR, High-End-Hi-Fi-Lautsprecher, auch wirklich, wirklich teuer. Und ihr seht, ist ein flacher Wandlautsprecher, aber aus der Rubicon-Serie. Die Folierung hier oben drauf ist jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl, also rein optisch gefallen die mir nicht so gut. Kleiner Tipp, kann man natürlich auch wunderbar hinter einer Leinwand installieren, dann sieht man sie nicht mehr. Ja, oder die passen halt zu eurer Einrichtung. Machen wir einen super Preis, soll bei uns raus, uns fehlt einfach der Platz, jegliche Art von Lautsprecher zu zeigen. Alle Lautsprecher bei uns haben natürlich die Abdeckung, wir haben sie jetzt mal abgenommen, die könnt ihr natürlich immer mitbekommen. So, dritter Lautsprecher hier im Bunde ist
aus dem Hause Quadral und da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Es ist der IWS 641 aus der Cineline-Serie von Quadral. Cineline-Serie, ihr werdet es vielleicht wissen, Cineline-Serie habe ich bei mir zu Hause in meinem eigenen Heimkino Wakanda komplett ringsrum verbaut. Und was muss ich jetzt erfahren? Die Firma Quadral wurde ja verkauft, der eine oder andere von euch wird es wissen. Und was haben die Österreicher Loxone, denen jetzt die Firma Quadral gehört, nichts Besseres zu tun, als die Cineline-Serie aus dem Programm zu nehmen. Das macht mich wirklich, wirklich traurig, weil Preis-Leistung für einen Kinolautsprecher gibt es nicht viel, was hier mithalten kann. Definitiv. Umso mehr ist es schade, dass es diese ganze Serie nicht mehr gibt. Übrig geblieben sind diese beiden Lautsprecher bei uns in der Ausstellung. Das ist ja der ganz große Einbaulautsprecher. Wir haben zwei Stück davon noch da. Man kann sie leider nicht mehr als Neuware bestellen. Könnt ihr haben, wer dafür Verwendung hat. Ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Es gibt hierzu noch die Wandeinbau-Lautsprecher Dipol Bipol. Auch toll, wenn ihr zum Beispiel mit euren Sitzplätzen in eurem Kino sehr weit hinten sitzt. Die sind bei uns noch eingebaut, da kann ich euch nur ein Bild zeigen. Die sind noch bei uns in der Wand drin. Wer daran Interesse hat, sagt einfach Bescheid. Die werden wir auch verkaufen müssen, weil wir sie leider nicht mehr neu bestellen können. Weiter geht's mit Multiroom-Produkten. Die Firma Bluesound kennt ihr vielleicht. Ein Hersteller von sehr hochwertigen Multiroom-Produkten, wie zum Beispiel diesen hier. Oder die Soundbar oder den schönen flachen Subwoofer, den man auch unter eine Couch legen kann. Und. Es gibt noch den PowerNote, den Note und die kleinen Satelliten und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Menge von Bluesound. Wir nehmen Bluesound tatsächlich aus dem Programm, aus Platzgründen. Wir haben halt wenig Platz. Wir wollen ja demnächst erweitern durch unseren Bau. Gibt es demnächst ein Video dazu, wie weit wir da sind. Wird ja ein 3-etagiger Anbau hier neben uns. Und da müssen wir sowieso alles neu machen. Bis dahin müssen wir uns ein bisschen einschränken und deswegen nehmen wir aktuell Bluesound aus dem Programm. Heißt für euch, wir haben Ausstellungsware, wie gesagt, solltet ihr euch hier möglichst angucken und anhören. Wir haben aber auch im Lager noch einiges an Neuware von Bluesound. Bluesound gibt es in Schwarz, gibt es in Weiß. Wir haben einiges da und wir streichen da jetzt rigoros alle Preise, dass ihr das schnell haben könnt, vielleicht noch zu Weihnachten. Und ja, so viel zum Thema Multiroom. Bevor wir mit den Beamer-Schnäppchen weitermachen, habe ich noch was gefunden. Ja, zum Thema Multiroom. Guck mal, ziemlich alt. Ein Yamaha ISX 80. Ein Multiroom-Lautsprecher von Yamaha älterer Generation. Tatsächlich, original verpackt noch. Wer den haben möchte, hier 30 Euro und das ist eurer. Und ja, er steht halt bloß rum und ich habe ihn total vergessen gehabt. So, machen wir weiter mit den Beamern. BenQ W5700S. Dieser hier. Kollegen haben den schon abgebaut, der hängt bei uns ja immer hier dran. Der geht auch raus, ist ein Aussteller, hat schon ein paar Stunden auf der Uhr. Lukas, wie viele Stunden hat der auf der Uhr? 260 Stunden aktuell. Wer den haben will, machen wir einen super Preis. Wie gesagt, findet ihr auch alles im Schnäppchenmarkt oder in der Beschreibung. So, dann habe ich noch ein Neugerät. Den habe ich noch gar nicht ausgepackt. BenQ TK850. Ja, ist nagelneu. Wir haben ihn schon mal geprüft und eingestellt. Ich hole ihn mal für euch raus. Mal sehen, ob mir das gelingt. So, da seht ihr ihn. Kleines, kompaktes Gerät. Ist auch der letzte dieser, den wir haben. Wie gesagt, nagelneu geprüft, eingestellt. Könnt ihr auch gerne als Schnäppchen euch unter den Weihnachtsbaum legen. So, wo machen wir weiter? Machen wir weiter mit Ultra-Kurzdistanz-Beamern. Wawa 4K. Wawa 4K, wisst ihr ja, ist ja mittlerweile abgelöst. Ja, abgelöst ist eigentlich das falsche Wort, ihn gibt es ja noch. Aber es gibt halt den neuen Wawa Chroma. Und ja, Wawa 4K können wir uns langsam so von verabschieden. Das schwarze Modell ist mittlerweile fast ausverkauft. Und das weiße Modell ist hier in dem Fall bei uns ein Aussteller. Könnt ihr gerne haben. Und das schwarze Modell haben wir tatsächlich noch ein einziges Neugerät bei uns im Lager. Wie gesagt, ja, könnt ihr auch erwerben. So, was haben wir noch? Hier im Schrank drin steht noch ein Optoma UHZ 65 UST, also ein Ultra-Kurzdistanz-Beamer. Auch der steht hier bei uns schon eine ganze Weile. Lukas, Stundenzahl 600 irgendwie? 650 Stunden aktuell. Ist schon ein bisschen gelaufen,
Auf der anderen Seite ist ja ein Lasergerät, könnt ihr auch für einen guten Preis haben. Steht hier bei uns im Schrank noch drin. Wer Lust hat, vorbeikommen, angucken und gerne mitnehmen. Vorletztes Thema heute, Leinwände. Ich habe nicht so viele Schnäppchenleinwände bei uns gefunden. Das meiste ist auf aktuellen Stand, auch in der Ausstellung. Müssen wir nicht allzu viel ändern. Aber ich habe was. Und zwar hier, seht ihr hinter mir, 120 Zoll Starboard CLR-Leinwand von Elite Screens. Meiner Ansicht nach der Mercedes unter den Leinwänden für Ultra-Kurzdistanz-Beamer. Und die soll unsere Ausstellung wieder verlassen. Sie hängt hier noch gar nicht so lange. Wer in dieses Video geschaut hat, hier habe ich diese Leinwand installiert bei uns im Zusammenhang mit unserem neuen elektrischen Möbel. Guckt gerne in dieses Video rein, da könnt ihr euch die Leinwand nochmal im Detail angucken. Und genau diese Leinwand soll jetzt wieder gehen. Warum das? Sie ist ja noch recht neu. Naja, Elite Screens bringt eine CLR-Leinwand in 110 Zoll raus. 110 Zoll, denken wir, wird demnächst der Verkaufsschlager werden und passt auch gut in unsere Räumlichkeiten. Heißt, die muss wieder raus und die 110 Zoll wird hier einziehen. Die kriegt ihr für einen besonders guten Preis. Das heißt, das wird irgendwo so bei der Hälfte des Normalpreises liegen. Und ich gebe euch obendrauf noch den Holzrahmen hier hinter für die LED-Beleuchtung und die LED-Beleuchtung an sich. Das kriegt ihr alles noch obendrauf kostenlos mit. Einziger Haken, ihr müsst diese Leinwand natürlich bei uns abholen und das möglichst im Stück. Sie passt in einem VW Crafter rein, in einen Mercedes Sprinter, kann man die in ein Stück reinmachen, man kann sie auch raustragen. Das geht alles, wir können sie vielleicht noch ein bisschen einpacken. Aber ihr müsst sie im Stück holen. Wie ihr das macht, bleibt komplett euch überlassen. Dafür bekommt ihr einen guten Preis. So, damit nicht genug. Diese Leinwand, also genau die CLR Starboard von Elite Screens, habe ich nochmal in 90 Zoll. Auch fertig aufgebaut. Und zwar habt ihr vielleicht in dieses Video geschaut. Wenn nicht, könnt ihr es jetzt tun. Da habe ich so eine Leinwand mal an die Wand installiert und euch mal gezeigt, wie man das mit relativ einfachen Mitteln hinbekommt, ohne sie 12-mal abnehmen zu müssen. Genau diese Leinwand, die jetzt aktuell noch in unserem YouTube-Studio hängt, könnt ihr auch für einen guten Preis haben. Wer eine 90 Zoll haben will, könnt ihr euch melden bei uns und dann ist das auch eure. Gilt das gleiche, Selbstabholung und im Stück. Ein letztes Schnäppchen habe ich heute noch für euch und zwar einen Beamerlift. Den habe ich im Lager gefunden, irgendwie hatten wir den komplett vergessen. Ich glaube, der liegt da jetzt schon 2-3 Jahre im Lager und er muss jetzt einfach weg. Ich mache euch einen super Preis dafür, guckt mal rein. Ist ein Monster, ist ein recht großer Beamerlift, auch ein sehr kräftiger Beamerlift. Guckt euch ihn an, wie gesagt, kommt vorbei, schaut ihn euch hier live an. Ich mache einen super Preis, der muss einfach nur weg. Ich möchte den eigentlich nicht mehr wieder ins Lager räumen. Das wäre mir am liebsten. So, das war's mit meinem kleinen Schnäppchen-Video in diesem Jahr. So ein paar Sachen müssen halt noch raus. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch selbst vielleicht. Wie gesagt, schaut alle nochmal auf unsere Website. Da seht ihr alle Artikel nochmal, solange sie verfügbar sind. Wenn sie weg sind sie halt weg. Ein kleines Schmankerl lege ich noch oben drauf. Jeder, der bei uns direkt hier vor Ort eins dieser Schnäppchen erwirbt, bekommt von mir noch eine dieser schönen Tassen von unserer First Edition, die ja irgendwann dann auch mal alle sind. Noch haben wir, wirklich tatsächlich die First Edition ziemlich gut gemeint bestellt. Es sind noch genügend da. Ihr könnt die natürlich käuflich erwerben, wie immer im Online-Shop. Und wie gesagt, jeder kriegt eine Tasse von mir kostenlos oben drauf für jedes Schnäppchen hier im Laden. Was wird dieses Jahr noch passieren? Ja, etwas wird noch passieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Jahresende. Es wird zum Jahresende tatsächlich bei uns noch sehr spannend auf dem Kanal. Also ich kann euch nur raten, bleibt dran. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Es gibt noch tolle Sachen dieses Jahr zu berichten. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen dritten Advent zu wünschen. Und wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, euer Olaf.